Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal. Habt ihr schon mal Fotografen zugeschaut, die im Studio arbeiten? Die scheinen Licht nur hin und her zu ziehen und dann machen sie ein Foto und dann wird das schon irgendwie klappen. Wenn man dann aber selber im Studio steht, fragt man sich, wie gehe ich denn eigentlich ran? Und wir haben heute drei Step-by-Step-Anleitungen für euch, wie man Licht im Studio setzt. Bleibt dran! Wenn ihr nicht Studioerfahrung habt, dann geht es euch vielleicht wie mir. Man schaut sich das an und sagt, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Lichtformer, ich habe verschiedene Lichtquellen und will damit ein Foto machen, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie man denn jetzt loslegt. Das besagte Vorgehen, einfach irgendwelche Lichter reinzuziehen und zu sagen, ja, also hier kommt eine Softbox hin und hier kommt ein Aufheller und so, das sieht immer relativ flüssig aus, aber ich kann euch versichern, wenn ihr selber im Studio steht, ist das alles weg. Und es ist auch Folgendes, Studiolicht ist ein sehr exaktes und kontrollierbares Licht. Und wenn man es wirklich gut setzen möchte, dann muss man auch wissen, worauf man achten muss. Wir haben uns des Themas angenommen in einer Masterclass mit Oliver Rausch, der Lichtguru überhaupt in Deutschland. Was er dort anders macht, ist wirklich Step by Step zu zeigen, wie man Licht einrichtet und worauf man dabei achten muss. Großer Unterschied, klingt vielleicht jetzt ein bisschen akademisch, aber es ist wirklich ein Riesenunterschied. Wie der sich bemerkbar macht, das könnt ihr in einem ersten Ausschnitt aus dieser Masterclass euch anschauen, in der Oliver nämlich zeigt, wie man in 3 oder 3,5 Schritten bei spezifischen Models Licht von der Seite einrichtet. Und wenn ihr euch das angeschaut habt, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Seitenlicht in 3,5 Schritten. Die Lampe steht im ersten Schritt so, dass das Licht zur einen Seite in das eine Ohr hineinleuchtet und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das heißt, wenn Julia jetzt ihren Kopf ein wenig in meine Richtung dreht, dann muss ich natürlich mit der Lampe weiter nach hinten, damit ich wieder nicht nur in das eine Ohr rein, sondern auf der anderen Seite auch wieder rauskomme. Das heißt, Julia wieder Richtung Kamera geguckt. Das heißt, wenn ich Seitenlicht setzen will, muss ich erst wissen, wie ist die Position meines Gesichtes, was ich fotografieren will. Und für die Position habe ich dann die Ohrachse und da leuchte ich genau rein und auf der anderen Seite wieder raus. Und um euch das nochmal als Ergebnis zu zeigen, macht mein Assi gerade noch meine erste Auslösung. Im zweiten Schritt müsste die Lampe ein wenig nach vorne, und wir wissen, vorne ist da, wo die Nase hin zeigt, bewegen. Das heißt, die Lampe bewegt sich im Endeffekt in die Richtung der Kamera und zwar so weit, bis auf der Schattenseite das Augenlid, das Oberlid, gerade Licht bekommt. Wie das aussieht, zeigen wir euch gleich nochmal in dem Bild. Wir machen ein Foto. Jetzt habe ich einen Lichtfleck, der ist auf dem Oberlid nicht ganz so schön aufgehoben, aber den Lichtfleck kann ich nach unten bewegen, indem ich die Lampe im dritten Schritt ein kleines bisschen nach oben bewege. Wenn ich die Lampe nach oben bewege, wandert der Lichtfleck nach unten. Und jetzt hat Julia etwas tiefliegende Augen. Bei den meisten Gesichtern wäre ich jetzt fertig. Da muss nämlich das Oberlid, das Unterlid und das Auge Licht kriegen. Oberlid und Unterlid sollten ungefähr gleich hell sein. Jetzt hat Julia ein bisschen tiefliegende Augen und deswegen noch einen halben Schritt extra. Für sie muss ich, damit das Licht wieder zurück aufs Auge kommt, die Lampe noch mal ein kleines bisschen weiter nach vorne schieben, damit der Nasenrücken nicht auf einmal das Auge abschattet. Machen wir auch noch mal ein Bild von. Ich zeige euch die drei Schritte noch mal am fertigen Bild. Schritt 1, die Lichtquelle leuchtet so auf der einen Seite in das Ohr hinein, dass es auf der anderen Seite wieder hinauskommt. Das ist das, was die meisten deutschen Fotografen auch tatsächlich machen. Und so findet man es auch gerne bei YouTube. Das Ergebnis ist, man hat eine senkrechte Linie quer durchs Gesicht. Ist aber für mich nur der Ausgangspunkt. Zweiter Schritt, die Lichtquelle wandert jetzt ein kleines bisschen nach vorne, also in Richtung Nase. Und dann kann das Licht über den Nasenrücken auch noch auf das Oberlid. Das ist bei fast allen Menschen, dass das Oberlid dann getroffen wird. Und wenn ich jetzt die Lichtquelle nach oben versetze, leuchtet sie nach unten und dann kriegt auch noch das Unterlid ein bisschen Licht. Und das sieht dann so aus. Wesentlich dabei wäre, Oberlid und Unterlid müssten ungefähr gleich hell sein. Und bei Julia hatte ich dann eben noch einen halben Schritt extra gemacht, weil wenn ich bei Julia das Licht nach oben gebe, dann leuchtet zwar das Oberlid und das Unterlid, sie hat aber etwas tiefliegende Augen und dann leuchtet die Iris bei ihr nicht auf. Und deswegen bei ihr, das ist aber Zentimeterchen, 2-3 Zentimeterchen, vielleicht darauf achten, nach vorne zu schieben, damit auch das etwas tiefer liegende Auge, sprich die Iris, auch noch Licht bekommt. Wesentlich ist aber auch dann, Oberlid, Unterlid sollten dann immer noch gleich hell sein.
ein. Und das sieht dann so aus. Das war ein Ausschnitt aus dieser Masterclass. Wir können hier nur immer Ausschnitte zeigen, kleine Anregungen geben. Die gesamte Masterclass gibt es bei FOTO.TV und wenn ihr euch auf FOTO.TV für unsere Newsletter anmeldet, bekommt ihr so 5 sogenannte Credits, mit denen ihr euch 5 Einheiten dieser Masterclass komplett ansehen könnt. Oliver hat ein Füllhorn an Tipps und Tricks und an Wissen, das er euch dort vermittelt. Es lohnt sich wirklich, den kompletten Film zu schauen. Kommen wir zurück zum Licht. Wir haben angefangen mit Seitenlicht. Ein weiteres ganz tolles Studiolicht, das sogenannte hochfrontale Licht, das Marlene-Dietrich-Licht. Was es damit auf sich hat, erklärt Oliver in besagter Präzision und Exaktheit wieder in diesem Ausschnitt für euch. Eine der wichtigsten Lichtarten überhaupt, weil es ist relativ neutral bis sonnig, ist sozusagen der letzte im Bunde von dem Seitenlicht, was so düster ist, das Rembrandtlicht, was so markant ist, ist ja alles noch nicht wirklich hübsch. Und wer hübsches Licht will und hat es bis hierhin geschafft, jetzt kommt hübsch. Ihr wundert euch vielleicht schon, warum wir hier so zwischen Holzlatten stehen. Es ist ein mittiges Licht. Hochfrontales Licht ist eigentlich das einfachste Licht von allen. Der erste Schritt, der fängt so an, dass die Lichtquelle zwischen Objektiv und Nase des Modells steht. Im Endeffekt, der erste Satz heißt, leuchte dem Modell mit der Lampe frontal auf die Nase. Das ist nur der erste Schritt. Das würde ich auch nicht unbedingt mit einem unerfahrenen Modell sofort machen, weil der erste Schritt, der tut in den Augen des Modells weh, wenn du sofort in die Lampe reinguckst. Aber das ist der erste Punkt und deswegen habe ich schon mal aufgebaut. Und damit die Lampe, wenn sie genau vor der Kamera steht, und ich muss nachher hochschieben, habe ich das Stativ im Bild und deswegen habe ich mal Holzlatte genommen, damit die Stative außen sind. Dann kann ich gleich unter der Lampe durchgucken, ohne dass ich das Stativ im Bild habe. Ich habe mal die Lampe schon mal eingeschaltet und die erste Position für die Lampe wäre, direkt auf die Nase des Modells zu leuchten. Im Moment guckt die Julia genau in die Kamera. Wenn Julia zu mir gucken würde, dann müsste die Lampe nicht da stehen, dann müsste ich halt von hier direkt auf die Nase leuchten. Das heißt, je nachdem, wo Julia ihre Nase hindreht, die Lampe würde dann mit der Nase immer wandern. In dem Fall, sie guckt Richtung Kamera, das heißt direkt auf die Nase leuchten. Das wäre der erste Schritt. Also, das fertige Bild. Es ist nicht ganz so, ne? Die Lampe steht ein kleines bisschen zu weit oben. Ich müsste jetzt eigentlich durch die Lampe durchgucken, was ja nicht geht. Was ist das Ergebnis? Naja, wenn du es im Studio nachbaust, du wirst es sofort selber sehen. Es ist total flächig, alles ist hell. In dem Fall mit der Lampe ein kleines bisschen zu hoch, damit wir durchgucken können. Vielleicht noch so ein Hauch von einem Schlagschatten unterm Kinn. Ansonsten die Haut, auch sehr gemein, glänzt wie speckig. Da hilft nur eins, abpudern. Haben wir aber mit Julia noch nicht gemacht, damit wir auch sehen können, was das Licht da drauf macht. Und die kleinen Lichtquellen machen halt sehr starke Reflexe. Die großen Lichtquellen machen das nicht, die gucken wir uns aber auch bei hochfrontalem Licht gleich an. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt und das Modell hält es ehrlich gesagt in den Augen kaum aus. Es ist wahnsinnig flach, alles ist zu sehen und wir haben ja festgestellt, wir brauchen deutliche Schatten, damit Nasen, Konturen, Mund voll, also plastische Lippen, ohne Schatten kriegen wir das alles nicht hin. Aber es ist der erste Schritt, die Lampe leuchtet prinzipiell von vorne auf die Nase. Der zweite Schritt, den zeige ich euch wieder am Set. Der zweite Schritt am Set. Die Lampe muss jetzt ordentlich ein Stück nach oben. Wir schieben mal bis so ungefähr. Der Nasenschatten, der jetzt entsteht, erstmal in der Mitte zwischen Nasenansatz und Oberlippe liegt. Ihr seht, da ist ein Nasenschatten und viele sagen, das ist so der namensgebende Schatten von dem Licht, Butterfly-Licht. Also man erkennt vielleicht irgendwie einen Schmetterling. Es gibt auch noch oben den Lidschatten auf der Innenseite vom Auge, vom Oberlid. Da haben wir schon mal einen Lidschatten. Und es gibt noch deutlich mehr zu entdecken. Wenn ich mir jetzt mal die Lippenhelligkeit angucke, dann ist die Oberlippe deutlich dunkler als die Unterlippe. Und unter der Unterlippe ist hier so ein winzig kleiner Schatten. Und wenn ich mir das genau angucke, dann habe ich dunkel, hell, dunkel. Und das macht, dass die Lippen schön voll werden. Das verschwindet, wenn das Licht zu niedrig steht.
Ich hoffe, mittlerweile ist euch klar, was ich am Anfang des Films meinte. Oliver hat daraus eine Wissenschaft gemacht und eine Präzision, eine Anleitungssystematik, wie man das richtige Licht findet. Und wenn man die verinnerlicht hat, kann man in jedes Studio gehen und sagen, ich weiß genau, wo ich hin muss, denn ich kenne diese Schritte und ich weiß, worauf ich achten muss. Kommen wir am Schluss noch zu Tipps zu einem dritten Licht, und zwar Gegenlicht. Eins der tollsten und stimmungsvollsten Lichter überhaupt. Wir kennen das als Fotografen eher als Problemlicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Früher hat man gesagt, so, oh, ich muss die Sonne im Rücken haben. Und es ist etwas ungewohnt, die Lichtquelle hinter das Motiv zu stellen, aber dass dabei ganz, ganz tolle Bilder rauskommen können, wenn man weiß, wie man es macht, das zeigt euch Oliver jetzt. Gegenlicht ist eigentlich das einfachste Licht, aber für sich genommen kann man es nicht nackig benutzen. Man muss es immer kombinieren mit den ersten drei Lichtarten, die wir so kennengelernt haben. Und warum das so ist, ich habe da mal ein Set gebaut mit nur Gegenlicht. Und das funktioniert relativ einfach. Von der Kamera aus gesehen liegt Gegenlicht hinterm Motiv. Das ist ein großer Unterschied zu den ersten drei Lichtarten. Da ist die Kameraposition erstmal gar nicht so wichtig. Man muss nur wissen, wo ist die lange, wo ist die kurze Seite. Und je nachdem, wo die Nase des Modells hin zeigt, da muss ich dann hochfrontales Licht machen oder wo die Ohren sind, da kann ich dann Seitenlicht dran machen. Gegenlicht richtet sich aber nicht nach dem Modell, Gegenlicht richtet sich nach der Kamera. Es liegt immer prinzipiell hinter dem Motiv, egal ob ich das Motiv Richtung Kamera gucken lasse oder in die andere Richtung oder auch zur Seite. Das heißt, das Modell gibt vor, wo die ersten drei Hauptlichtarten positioniert werden. Die Kamera gibt dann aber vor, wo das Gegenlicht hingehört. Einfachste Möglichkeit fürs Gegenlicht ist hinterm Modell. Ist leider auch eine der schwierigsten. Warum? Zeige ich euch. Ich habe gerade mal hinter Julia eine Lampe aufgebaut und das Bild dazu habe ich auch schon mal gemacht. Das sieht dann nämlich so aus. Was wir sehen, Julia ist blond. Okay. Und blonde Haare im Gegenlicht, die leuchten auf wie ein Feuerwerk. Wenn sie jetzt schwarze Haare hätte, dann müsste ich wahnsinnig viel mehr Licht machen, damit ich überhaupt was sehe. Jetzt hat Julia aber eben Haare, die im Gegenlicht sofort aufleuchten. Und wenn ich da jetzt zu viel Licht reinmache, dann sieht das aus wie so ein kleiner explodierter Mob. Deswegen habe ich es mal ein bisschen dezent gehalten und selbst dann ist es noch echt ordentlich. Im Gegenteil dazu ist aber die Klamotte, die sie gerade anhat, da stechen so gut wie keine kleinen Härchen oder sowas vor, die im Gegenlicht aufblitzen würden. Das heißt, blonde Haare und in Kombination mit der Klamotte, da ist das Licht, was dahinter steht, entweder für die Haare gut, dann sehe ich aber keine Silhouette, die dann aufleuchtet vom Modell, oder die leuchtet auf, dann ist es gerade bei einem blonden Modell, dass es explodiert. Aber man sieht auch, ich sehe nur eins, das ist die Silhouette. Ich sehe vom Gesicht nichts, innerhalb der Silhouette passiert nichts. Das Gegenlicht für sich ist schön, aber man muss irgendwie ein anderes Licht dazu kombinieren, damit man überhaupt was vom Modell sieht. Und da greife ich nochmal auf unser letztes Set zurück, der Schirm. Wir machen ihn wieder an und wir bauen auch mal wieder die Aufheller dazu. Und dann sehen wir, was Gegenlicht macht, wenn ich hochfrontales Licht mit einer starken Aufhellung bei einer großen Lichtquelle kombiniere. Das bauen wir mal gerade um. So, wie angekündigt, wir haben das Set wieder aufgebaut. Jetzt wieder mit Aufhellern plus dem Gegenlicht. Und wir machen mal das erste Bild. Und im Vergleich dazu machen wir es jetzt auch nochmal mit Lächeln. Schauen wir uns die Ergebnisse nochmal an, idealerweise sogar im Vergleich zu dem Bild ohne das Gegenlicht. Beide hochfrontal, großer Schirm, beide aufgehellt, links ohne, rechts mit Gegenlicht. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, was Gegenlicht in dem Fall macht. Das hochfrontale Licht mit großem Schirm und Aufhellung, das ist von allen emotionalen Stimmungen, die wir bis jetzt hinbekommen haben, so die offenste, strahlendste würde ich noch nicht sagen, aber offenste, natürlichste, am wenigsten unheimlich düstere und auch nicht so markant wie das Rembrandtlicht. Und was macht das Gegenlicht jetzt mit diesem Licht? Es verstärkt es immer weiter hin Richtung strahlend, sonnig, heiter. Wenn ihr mal Werbung guckt, Valensina-Werbung, Kaffee-Werbung, alles, wo schöne, saubere Wäsche ist oder glückliche Kinder auftauchen, da taucht immer auch das Gegenlicht auf und immer in Kombination mit hochfrontalem Licht, weil die Kombination, die macht es emotional gesehen am anderen Ende des Spektrums am fast göttlichsten und man findet es tatsächlich auch ganz häufig bei Mariendarstellungen. Das waren die versprochenen drei Step-by-Step-Anleitungen, mit denen ihr im Studio jetzt wisst, wie ihr vorgeht. Ich habe schon erwähnt, Oliver hat eine komplette Masterclass zu dem Thema gemacht,
Eine unglaubliche Schatzkiste von Wissen über das Arbeiten mit Studiolicht. Ich kann euch nur noch mal einladen, rüberzukommen auf Foto.tv, euch 5 Credits zu holen und mal komplette Filme zu sehen, dann wisst ihr, wovon ich rede. In der Zwischenzeit, wenn ihr hier bei YouTube auch in Zukunft solche Tipps und Anleitungen bekommen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da, damit wir euch immer wieder unter die Nase gerieben werden durch YouTube, wenn wir was Neues für euch haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in dem nächsten Film mal wiedersehen. Bis dahin viel Erfolg im Studio und guckt bei Foto.tv vorbei, damit ihr es wirklich wisst, wie es geht.